Voller Stolz blicken wir uns um. Der neue Laminatboden macht wirklich einiges her. Doch noch fehlt etwas zum optischen Hochgenuss: die Sockelleisten. Auch diese Arbeit wollen wir zügig zum Abschluss bringen. Deshalb greifen wir zum Montagekleber und verzichten auf Nägel und Schrauben, zumal unsere Wände auch einigermaßen eben verlaufen. Zuerst aber müssen die Wandflächen vorbereitet werden. So untersuchen wir den Sockelbereich auf Farbnasen und Grate, die wir sofort mit dem Spachtel entfernen. Danach kommt der Staubsauger zum Einsatz, denn Ordnung muss sein. Los geht es mit den Sockelleisten. Wie immer bietet es sich an, in der Ecke zu beginnen. Wir legen die erste Leiste an und markieren den Anschnitt für die Gehrung. Das Ganze wiederholen wir auf der anderen, raumwertigen Seite. Denn auch hier soll auf Gehrung geschnitten werden. Wir legen die Leiste in die Gehrungslade und schneiden die Enden mit einer Feinsäge zu. Rutschen sollte hier nichts. Wer sich also nicht auf seine Muskelkraft verlassen will, fixiert die Leiste vorher mit einer Schraubzwinge. Zum Schluss schleifen wir die Schnittfläche noch einmal sauber ab. Die Sockelleiste für die andere Seite der Ecke wird genauso vorbereitet. Wir nehmen die nötigen Markierungen vor und schneiden dann die Enden in der Gehrungslade zu. Perfekt! Das sitzt doch schon mal richtig gut. Um auf Anhieb den optimalen Halt zu erzeugen, bringen wir den Montagekleber wellenförmig auf der Rückseite auf. Dann setzen wir die Leiste an und drücken sie fest an die Wand. Übertretenden Kleber wischen wir sofort mit einem weichen Lappen weg, denn später wäre das schwierig. Um den weiteren Wandverlauf abzudecken, setzen wir die nächste Leiste zuerst in der gegenüberliegenden Ecke an und schneiden sie auf Gehrung. Erst danach längen wir in der Raummitte nach Naturmaß ab. So schneiden wir nicht aus Versehen zu kurz. Trotzdem passt diese Gehrung nicht hundertprozentig. Aber kein Problem, wir behelfen uns mit einem kleinen Trick und füllen den Spalt mit Kleber. Danach bestreuen wir das Ganze einfach mit etwas Sägemehl aus der Gehrungslade und fertig. Das kleine Missgeschick fällt gar nicht mehr auf. Schritt für Schritt statten wir so den ganzen Raum aus. Da aber die Türstöcke noch fehlen, verkleben wir die an die Türen grenzenden Leisten mit nur wenigen Klebepunkten. So können sie später noch einmal entfernt und auf das benötigte Maß zugeschnitten werden. Dann ist es vollbracht. Mit den Sockelleisten sieht der neue Fußboden gleich ganz anders aus. Der Einsatz hat sich wirklich gelohnt. Und jetzt Daibook abonnieren.